Nach dem großen Brand wächst eine neue Stadt aus der Asche. Besonders rund um die Alster erhält Hamburg sein einzigartiges Flair. Herrschaftliche Häuser prägen bald die östliche Seite der Außenalster, den Schwanenweg. Die Kaufleute erschließen ganze Stadtteile. Uhlenhorst, aus einem Moorloch wird der Feenteich. Das Winterhuderufer der Alster 1875, die Bellevue, noch einsam die Villa Flemming. Die Speicherstadt entsteht. Kaiser Wilhelm II. Eröffnet den Freihafen 1888 im Jahr seiner Thronbesteigung. Man sagt, eine Großmacht wird das Deutsche Reich durch Preußen. Eine Weltmacht durch Hamburg. In nur wenigen Hafenmetropolen der Welt ist die räumliche Einheit von Stadt und Hafen so unmittelbar erlebbar wie in Hamburg. Die Jahrzehnte zwischen der Reichsgründung 1871 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren eine Zeit starken Wachstums von Handel und Industrie. Über 30 Dampfer fuhren auf der Alster. Die Weiße Flotte beförderte bis zu 1 Million Passagiere pro Monat. Und das auch nachts im 30-Minuten-Takt. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann verkündet vom Berliner Reichstag am 9. November 1918 ein neues Deutschland. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Nach der Abdankung des Kaisers und dem verlorenen Ersten Weltkrieg war Hamburg faktisch ruiniert. Viele Hamburger bereiten ihrem Führer begeisterte Empfänge. Über 30 Mal wird Adolf Hitler nach Hamburg kommen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit besucht die Lebensgefährtin Hitlers, Eva Braun, Hamburg. Auf der Milwaukee geht sie auf Nordlandtour. Eva Braun ist begeisterte Amateurfilmerin. Im Sucher ihrer Kamera der Kaispeicher A, heute der Standort der Elbphilharmonie. 250.000 Wohnungen werden zerstört. Es sterben Zehntausende. 900.000 Hamburger werden obdachlos. Die Briten richten sich in Hamburg ein. Hauptquartier ist das Hotel Atlantik. Der Kalte Krieg wird in wenigen Jahren aus ehemaligen Feinden Partner machen. Etwa 60 Millionen Menschen sind im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Auch 6 Millionen Deutsche, mehr Zivilisten als Soldaten.